Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, heute mal wieder von einer Messerbörse, der Kampft bei Jürgen Schanz. Und da schauen wir uns jetzt mal um. Ja, ja. Ja, hier sind wir direkt beim Meister persönlich am Stand. Werfen wir dort direkt mal einen Blick drüber. Ich habe mich gewundert, ja, und ganz noble Sachen haben wir hier natürlich auch. Ich habe jetzt weiter gut geht, dann ist es aber kurz, wenn es zum Schluss erst gestanden ist.
Ja, aber das geht. Ja, das geht. Super. Achso, ist das darf man so auch nicht sagen? Manuel hat hier so ein Bild und der hat sich irgendwie und dann direkt darauf gemacht. Ich kenne das gar nicht. Du mal passiert. Ja, und auch hier Oliver Merz at the Cripple Garage ist auch hier. Hier haben wir das von Raoul Su inspirierte Onju Knife. Ja, wirklich großes Survival Allround und Jagdmesser, das der Oliver Merz baut. Ja, und eben Ollis wundervolle Signature Messer mit der kunstvollen Griffwicklung. Ja, dafür ist er bekannt und natürlich für den konvexen Anschliff. Und hier Apeiron Bladeworks, ein Messer in Kollaboration mit Bastards Knives entstanden, das Baal. Das haben wir auch schon mal in Bildform vorgestellt. Das hier ist der erste Prototyp des Produktionsmessers von Bastards Knives. Kommt dann hier mit einem klassischen Titan-Frame-Lock, Stahl-Insert, ja, und eben ein netter Flipper im ja, fast schon Signature-Design vom Andy. Wirklich ein spannendes Teil. Ja, und hier ist in dem Fall das Custom dazu. Das ist nochmal eine Spur massiver, wie man das auch von ihm kennt. Und ein Flip-Joint. Das heißt, ein German Legal Apeiron Blade. Auch hier Steffen Bender darf nicht fehlen, für viele schon ein Begriff. Auch hier finde ich ja, Signature Designs. Das ist wirklich eine super schlichte, klassisch schlichte Linienführung.
sehr, sehr praxistauglich. Ja, und echt schnieke gemacht. Ja, und auch hier hinten unsere Freunde von Bastards Knives haben natürlich auch ihren Stand mit, ja, wie immer sehr spannenden Messern. Eins davon zum Beispiel der Venator Folder. Gerade frisch, gerade sozusagen released worden, gibt es als Folder und auch als Fixed, werden wir ebenfalls in den Shop bekommen. Ja, und das ist wirklich ein ziemlich, ziemlich cooles und in dem Fall auch, ja, ich würde sagen, preiswertes Messer in seiner Kategorie. Gibt es natürlich bei uns oder bei den Jungs von Bastards Knives. Ja, und so geht mal wieder ein wunderbares Wochenende hier in Baden-Württemberg zu Ende. Der Abbau, ja, ihr seht schon, ist im vollen Gange. Es war wirklich super. Viele nette Leute gehabt, viele schöne Gespräche geführt. Ja, und natürlich einen Haufen hochwertiger Schneidwaren und Werkzeuge begutachtet, bewundert. Naja, und auch den einen oder anderen Kauf getätigt. Ja, und wenn ihr in Zukunft Lust auf weitere Infos habt, folgt uns auf unseren Kanälen, Social-Media-Kanälen oder besucht uns im Ladengeschäft oder auf unserer Homepage auf messerworld.de.